Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem griechischen Volksentscheid gegen die internationalen Sparvorgaben will Ministerpräsident Tsipras den Geldgebern neue Vorschläge vorlegen. Details sollen morgen auf dem Sondergipfel der Eurogruppe in Brüssel präsentiert werden. Er gilt als ruhig und moderat. Evklidis Tsakalotos, der neue Finanzminister. Als Chefunterhändler der griechischen Delegation kennt er sich mit den Verhandlungen in Brüssel bestens aus. Bislang stand er im Schatten seines in Europa umstrittenen Vorgängers Yannis Varoufakis. Der hatte am Morgen überraschend seinen Rücktritt erklärt. Minister no more, kein Minister mehr, Varoufakis Botschaft via Twitter. Am Wochenende hatte er noch versprochen, dass die Banken morgen wieder öffnen werden. Die Schlangen vor den Automaten allerdings werden so schnell nicht verschwinden. Bis einschließlich Mittwoch werden die Banken geschlossen bleiben, so der Bankenverband des Landes. Eine Lösung sei aber nun erschwert worden. An den Finanzmärkten hinterließ das Ergebnis der Volksabstimmung keine größeren Spuren. Die Europäische Zentralbank beschloss am Abend, den Kreditrahmen für griechische Banken vorerst nicht zu verändern. Es ist purer Zufall, dass ausgerechnet heute das Euro-Symbol der Europäischen Zentralbank zerlegt wurde. Es soll renoviert werden. Aber in der Bank selbst ist die Stimmung angespannt. Ohne ihre Hilfe droht Griechenland der Kollaps. Aber diese Hilfe ist indirekt daran gebunden, dass es für Griechenland ein Hilfsprogramm gibt. Und daran fehlt es jetzt. Das Brüsseler Ratsgebäude ist einmal mehr auf einen Gipfel vorbereitet. Aber was der morgen beschließen soll, ist bisher offen. Für neue Verhandlungen, so heißt es, fehle jetzt die Grundlage. In Griechenland sind schwierige Maßnahmen nötig. Sonst kommt es nicht voran, sonst wird die Verwaltung nicht besser und kommt die Wirtschaft nicht in Gang. Aber wenn die Regierung und das Volk schwierige Maßnahmen ablehnen, dann wird es sehr schwer. Das Nein bedeutet ein ernstes Risiko für Griechenland, das Risiko nämlich, den Euro zu verlassen. Das wollen weiterhin die meisten vermeiden, auch die EU-Kommission, aber auch dort heute Ernüchterung. Wir respektieren die demokratische Wahl des griechischen Volkes. Das Nein macht leider die Kluft zwischen Griechenland und der übrigen Eurozone größer. Natürlich, aber auch in Berlin und natürlich auch in Paris. Die Bundeskanzlerin flog heute am frühen Abend zum französischen Präsidenten Hollande, um sich vor dem kurzfristig angesetzten Gipfel aller 19 Euro-Länder morgen in Brüssel abzustimmen und auf eine gemeinsame Strategie zu einigen. Es steht eben viel auf dem Spiel für Europa. Matthias Wirth. Nein beim Zeus. So könnte man den Titel der französischen Tageszeitung Libération übersetzen. Was wird nun aus Europa? Am Abend traf sich Angela Merkel in Paris zu Beratungen darüber mit François Hollande. Frankreichs Finanzminister hatte die Situation schon am Nachmittag auf den Punkt gebracht. Es wird keine Lösung geben, wenn sie nicht zwischen Angela Merkel und François Hollande gefunden wird. Hollande sieht sich in dem Konflikt als Vermittler, der gleichermaßen Kontakt zu Angela Merkel, aber auch zu Alexis Tsipras hält. Einig waren sich beide, Griechenland im Euro halten zu wollen, doch wie? Darüber sind sie trotz aller Gemeinsamkeiten noch nicht einig. In Europa gibt es Platz für Solidarität. Es kann noch mehr Solidarität geben. Aber es gibt auch die Verantwortung. Dieses Gleichgewicht von Solidarität und Verantwortung muss unser Maßstab für die kommenden Tage sein. Aber wir sagen gleichzeitig, dass die Voraussetzungen für den Eintritt in Verhandlungen zu einem konkreten ESM-Programm zurzeit nicht gegeben ist. Jetzt sei es also an Griechenland, neue, ernsthafte, vor allem aber solide Vorschläge zu machen. Frankreich signalisierte heute aber auch, es sei im Gegenzug bereit, für eine Minderung der griechischen Schuldenlast zu sorgen und deutete damit ganz vage eine Art eingeschränkten Schuldenschnitt als Teil eines möglichen Auswegs an, auch wenn jeder dieses Reizwort meidet. Wer in Brüssel heute mit ähnlich einlenkenden Worten gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Man spürte die Verbitterung über das Nein der Griechen.
Wir respektieren die demokratische Entscheidung des griechischen Volkes. Das Nein macht leider die Kluft zwischen Griechenland und der übrigen Eurozone größer. Morgen tagen zuerst die Euro-Finanzminister in Brüssel, um die griechische Entscheidung zu bewerten. Sie hat die Situation nach unserer Einschätzung nicht leichter gemacht für Griechenland. Das hatten alle vorher gesagt und das ist nun eingetreten. Nun werden wir sehen, was daraus wird. Inzwischen aber rücken statt der Finanzminister immer mehr die Regierungschefs selbst in den Vordergrund bei der Suche nach einer Krisenlösung. Sie treffen sich morgen nach den Finanzministern.